Um die 200 Euro? WTF? Es ist mal wieder Zeit für ein Community-LPU. Lange ist es her, wirklich sehr, sehr lange ist es her, dass wir hier ein Community-LPU hatten. Deswegen erkläre ich einmal das Vorgehen, beziehungsweise was sich dahinter überhaupt verbirgt. Und zwar hattet ihr die Möglichkeiten, mir über den Scooterpad, dieser Instagram-Account ist das, falls ihr den noch nicht folgt, sehr gerne nachholen. Ich habe euch ja gerade auch erzählt, dass ich nächste Woche im Urlaub sein werde. Und ich kann mir vorstellen, dass es da exklusive Einblicke geben wird, wo ihr den Scooterpad auf seiner Abenteuerreise mit, gutachten und mitverfolgen könnt. Spaß beiseite. Ihr konntet mir über den Scooterpad-Account eine DM schicken mit euren latest Pickups. 3 bis 5 hatte ich gesagt, dass das so die Anzahl ist, die angestrebt werden sollte. Wichtig ist dabei, dass ihr immer ein Pick raushaut, auch vielleicht wichtig für die künftigen Community-LPUs, ein Pick, wo man alle Produkte sieht und dann bestmöglich oder wenn es geht, dann nochmal jedes Piece einzeln abfotografiert, damit wir darauf nochmal näher drauf eingehen können. Und wenn ihr Bock habt, das wäre natürlich immer sehr nice, schreibt am besten nochmal so eine Nachricht, was die einzelnen Pieces sind, von welcher Brand, woher ihr die her habt. Kann ich jedes Piece kennen. Ihr kauft auch viel Vintage. Wir hatten teilweise oder haben jetzt auch Sachen dabei, die ihr selber genäht habt. Deswegen einmal kurz vielleicht so einen Titel oder so den Sachen geben, sodass ich da ein bisschen die Ordnung halten kann. Ich habe dieses Mal nicht so wie sonst 20 bis 25 Kandidaten mit reingenommen. Ein paar weniger sind, ja? Ich glaube 12 an der Zahl. Sonst haben wir, wie gesagt, 20 bis 25. Shoutout dennoch an alle Leute da draußen, die mit dran teilgenommen haben, beziehungsweise das eingesendet haben. Ich denke, ich habe möglichst random versucht, Leute rauszupicken. Und ich würde vorschlagen, genug gelabert, wir sliden rein. Embre macht den Start. Und Embre hat es vorbildlich gemacht, denn er hat einmal alle Pieces zusammen auf ein Bild gebracht. Und genau so bitte ich euch das auch zu machen, falls ihr denn daran teilnehmen wollt. Also, wir sehen hier einmal, ich glaube, 6 Pieces, 3 Oberteile, ein paar Schuhe, eine Jeans und ein Accessoire. Und jetzt können wir quasi in die einzelnen Details reingehen und uns jedes Produkt nochmal genau anschauen. Wir haben hier einen grauen Hoodie. Ich glaube, der war von Cozy Essentials oder so. Ich glaube jetzt mal, no joke, ich habe Gerüchte gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber ich glaube, die machen tatsächlich irgendwie Dropshipping oder sowas. Wie gesagt, ich will hier nichts Falsches in den Raum werfen. Aber vielleicht hat jemand von euch aus dem Chat da ein bisschen mehr Erfahrung drin gemacht. Aber das war so, ich habe den Namen schon mal in diesem Zusammenhang gehört. Basic Ding, ähnlich wie das Ding, was ich jetzt gerade auch anhabe. Dann eine Pants, was wir ja derzeit auch sehr, sehr häufig sehen. Mit unten den Saum offen. Dann so ein bisschen auf Distressed angelehnt. Hat eigentlich eine... ja, einigermaßen coole Waschung. Relativ schlicht obenrum, sondern so als Hauptmerkmal quasi hier der Saum. Ich fände es, glaube ich, ganz nice, hätte die noch ein paar mehr Details. Dann, aha, der New Balance 2002 Air im Protection Pack. Da gab es ja insgesamt 3 Colorways. Einmal den weißen, den grauen und den schwarzen. Haben wir uns ja hier im Stream wirklich sehr, sehr häufig angeguckt. Und ich war tatsächlich in der Lage, mir den grauen für Retail zu schießen. Und den schwarzen haben wir uns tatsächlich erst am Mittwoch angeguckt. Ich glaube, auf Farfetch oder so gab es den ja für einen Zehner mehr als Retail. Also absolut im Rahmen. Zugegebenermaßen ist der Graue schon der wildeste. Wobei ich auch, wiederhole mich hier, sagen muss, dass der Schwarze extrem, extrem nice ist. Der Weiße ist für mich der schwächste Colorway. Aber mit Sicherheit auch interessant für den Sommer. Dann ein Split-Kurzarmhemd in Weiß-Blau. Sieht interessant aus. Ja, müsste man mal vielleicht angezogen sehen, um den Fit zu checken. Ihr wisst, dass ich sehr, sehr auf Crop-Kurzarmhemden abfahre, weswegen ich auch das ADR-Kurzarmhemd Crop gemacht habe. Ich weiß jetzt nicht, wie das ausfällt. Und eine Prada-Bag mit so einer kleinen Prada-Tasche noch mit an Bord. Das erinnert mich immer an diese Walkie-Talkies, die man so hier so in die Brust schnallen kann. Wisst ihr, wie ich meine? So auf Detektivpad angelehnt halt. Ja, coole Tasche. Ich kann mir sogar vorstellen, dass vielleicht Vintage oder so ist. Wildes Ding. Ein Rough Zip Hoodie. Sehr gute Wahl, mein Freund. In diesem hellblau. Sehr schöne Farbe. Ja, mit vorne links auf der Brust diesem R drauf. Dann sind wir tatsächlich mit dem ersten Kandidaten schon raus. Ich muss sagen, stabile Pickups, bunte Mischung. Kann man machen. Machen wir weiter mit Erik. Erik
4 Pieces an der Zahl. Ziemlich hell alles, wie mir direkt auffällt. Wir haben hier eine Telfer-Bag in Beige. Ich glaube, das müsste die mittlere sein. Ich warte ja immer noch auf meine. Wir haben uns, glaube ich, vor 2, 3, 4 Monaten 2 oder 3 Telfer-Bags gekauft. Das war so ein Reorder-Prozess oder was auch immer. Eigentlich sollten die zwischen dem 15. Juni oder Juli bis zum 15. September ausgeliefert werden. Bis jetzt habe ich noch nichts erhalten, aber ist ja noch in der Frist, deswegen beruhige ich mich einfach mal. Ich freue mich aber auf meine, wobei natürlich hätte es jetzt auch nicht wehgetan, hätte ich die schon vor einem Monat gehabt. Ich habe mir nicht die Beige gekauft. Ich glaube, ich habe noch nie verraten, was für Farbe ich mir gekauft habe. Die Beige auch nice. Dann noch die Converse in der Zusammenarbeit mit Feng Cheng. Die habe ich tatsächlich auch hier irgendwo. Wilde Schuhe, ich fände die wirklich sehr, sehr nice. Da sind sie. Ich finde die sehr nice. Ultimativ krasser Schuh. Ich finde, das ist einer dieser Schuhe, die muss man mal getragen haben, um den so ganz zu verstehen und um den so ganz zu appreciaten zu können. Suicokes in Weiß macht man auch absolut nichts verkehrt, gerade jetzt im Sommer. Wildes Ding, gefällt mir, auch sehr gemütlich. Und auch, aha, ein Fitpick. Das weiße Hemd haben wir jetzt hier gar nicht im Detail-Shot gesehen. Keine Ahnung, was das für eins ist. Aber auch, aha, zusammen in einem Outfit sehr gut kombiniert. Jonathan ist der nächste Kandidat. 3 Pieces insgesamt. Ich sehe hier schon mein Favorite Piece. Wer kann es erahnen? Wer Patrick kennt, der weiß es direkt. Wir haben hier den Abstract Boot. Wilder Rickshoe. Gefällt mir sehr gut. Ein super Brett und vor allem auch für den Preis. Klar sind 220, 250 Euro immer noch viel Geld, aber für einen Boot Traumpreis. Dann eine Vintage-Jacke, so ein bisschen auf Militär angelehnt, in so einem Khaki-Grün. Ja, doch, kann man machen, safe. Und ebenfalls eine Vintage-Rick Pants in diesem Grauton. Auch in Ordnung. Würde mich jetzt mal interessieren, was die preislich gekostet hat. Aber mein Favorite Piece, safe der Boot. Weil in dem sehe ich mich tatsächlich auch. Jaron oder Jaron. Super nice Pickups. Also, sehr wild, sehr wild. 4 Stück an der Zahl. Wir gehen rein. Einmal die Bottega Veneta Sonnenbrille. Ich glaube, zu dieser Sonnenbrille brauche ich wirklich absolut nichts mehr sagen. Ich habe schon 100-mal gesagt, dass ich diese Sonnenbrille geisteskrank finde. Super nice Sonnenbrille. Gefällt mir unnormal gut. Dann Low Top Rick Ramones. Ja, die standardmäßigen. Ach nee. Hinten hier mit diesen Gummipads noch dran. Ich glaube, das waren die aus der letzten Season, wenn es mich nicht täuscht. Super nicer Schuh. Würde ich mir immer wieder kaufen. Ich trage meine sehr, sehr gerne. Und dann noch ein Rick Zip. Aber Ding. Dafür, dass wir sagen, dass Rick Owens Oberteile immer ein bisschen schwieriger ist, gefällt der mir aber relativ gut, muss ich sagen. Und, aha, noch eine YSL Vintage Jeans. Hinten mit dem YSL-Logo drauf, einer eingebügelten Buntfalte, diese Washed-Optik und leichten Schlag. Was sagen wir zu der Jeans, Freunde? Hat so leichte Anfang 2000er-Vibes, richtig? Ich finde die Waschung schwierig. Erinnert mich so ein bisschen an eine Ed Hardy-Waschung. Aber getragen in dem richtigen Fit kann die safe, safe, safe kommen. Aber auch hier nice Pickups, safe. Mein Favorite, boah. Dürfte ich mir ein Piece aussuchen, würde ich, glaube ich, die Brille nehmen. Oder den Zip. Eins von den beiden. Aber auch nur, weil ich die Schuhe schon besitze. Leo Nexon. Leo hat super, ich will nicht sagen strange, aber extravagante Pickups. Hier einmal in der Übersicht. Das ist eine Balenciaga Cargo Pants. Aber nicht irgendeine Balenciaga Cargo Pants, sondern eine 2-in-1 Balenciaga Cargo Pants. Nämlich, ihr könnt es zwar jetzt nicht sehen, aber hier hinter verbirgt sich ein Reißverschluss. Und dann kannst du letztendlich die Beine abnehmen. Und hast eine kurze Hose. Einfach der Five-Head-Move. Ah, ich will ja nicht spoilern, aber vielleicht werden wir Ähnliches irgendwann in Zukunft bei ADR sehen. Ist selbstverständlich von dieser Balenciaga Cargo Pants geklaut. Oh, da verabschiedet sich sogar das Mikrofon. Loafer Derbys von Prada. Super nice Dinge. Extravagant, aber super nice. Dann ein Jacquemus Kurzarmhemd. Auch nice. In so einem Cargo-Muster. Sieht auf den ersten Blick gar nicht nach Jacques irgendwie aus. Klar, hier das Print oder der Stitching verrät es natürlich. Fällt mir auch gut. Dann nochmal weitere Derbys. Das sind Marni Derbys. Sehen auch interessant aus. Schuhe auf Herrenstyle angelehnt. Gefällt mir sehr gut. Das zeigt auch, glaube ich, ganz, ganz gut, dass man nicht immer nur Sneaker oder so rocken kann oder muss, sondern dass man vielleicht auch mal ein bisschen mit einem feineren, schickeren Schuh einen Outfit ergänzen kann. Und als letztes Piece, aha, eine selbst entworfene Jeansjacke. Super nice. Ey, das gefällt mir sehr, sehr gut. Hatten wir auch bei der letzten Community-LPU-Folge, dass Leute von uns, ja, aus der Community, auch eigenen Stuff machen. Gefällt mir sehr gut. Also, wer auch immer da draußen eine Nähmaschine zu Hause hat, fangt an, tobt euch aus. Auch wenn die Nähte nicht gerade sind oder was auch immer. Sehr nice. Und auch hier absolut Props
an den Boy, dass er sich da ja herangetraut hat. Machen wir weiter mit Lukas. Hat eine Tasche, auf die ich mit euch zu sprechen kommen möchte. Ich hoffe, jetzt werde ich hier von Twitch nicht gebannt. Dieses Artwork von Sicko. T-Shirts. Ich glaube, wenn wir alle haben wir schon öfter gesehen. Kann man machen. Ich weiß gar nicht, was die Dinger kosten. Ich glaube, von der Qualität sollen die nicht so nice sein, um es vorsichtig auszudrücken. Um die 200 Euro? WTF? Dann eine Off-White Sonnenbrille. Ja. Eine, sag mal schnell den Namen. Systemic, glaube ich, ne? Systemic Cargo. Haben wir uns ja auch hier im Stream angeschaut. Grün auf jeden Fall mein favorisierter Colorway. Ich glaube, die gab es auch noch in Schwarz, wenn es mich nicht täuscht. Und eine Bag. Eine Zara Bag. Und Zara, ich will nicht sagen verpönt, aber ich glaube, gerade in unserer Bubble, in der wir uns bewegen, irgendwie, ich weiß nicht, ob keiner von euch da kauft oder keiner irgendwie sagt oder zeigt, dass man sich da Sachen kauft. Klar hat das immer diesen Fast Fashion Beigeschmack, vielleicht meine Meinung dazu ist, das Ganze im Rahmen zu genießen. Also ich bin jetzt auch kein Typ, der sagt, okay, gönn dir da kiloweise Klamotten, zieh sie einmal an und lass sie dann irgendwie nach einer Woche links liegen und schmeiß sie dann irgendwann weg. Wisst ihr, was ich meine? Das ist nicht gut für die Umwelt, letztendlich auch nicht gut für euer Portemonnaie. Aber ich finde, in Maßen und wenn das dann ausgewählte Pieces sind, die man dann auf jeden Fall länger trägt, wo man halt abschätzen kann, okay, da habe ich länger Spaß dran, dann geht es auf jeden Fall fit. Ich bin jetzt keine Person, die sagt, oh, auf gar keinen Fall, Fast Fashion, hast einen am Rennen, oh mein Gott, Bro. Also ich finde, es kommt immer drauf an, wie viel Nutzen einem das Piece gibt. Ich habe zum Beispiel einige Hosen auch von, weiß nicht, Zara beispielsweise, die ich schon länger in meinem Kleiderschrank habe und immer noch sehr gerne anziehe. Um einfach mal ein Beispiel zu nennen, damit ihr seht, dass ich nicht cappe, ist die Amazon Pants, die berühmt-berüchtigte, die ich mittlerweile, glaube ich, in 3-4 Farben besitze und immer noch sehr, sehr, sehr gerne anziehe. Ist ja auch jetzt nicht Zara, aber ich nenne es mal Fast Fashion. Magnus. Magnus hat sehr wilde Pieces. Also wir sehen erstmal hier auf entspannt 5 Produkte. Sui Cokes. Gerade schon in weiß gesehen, jetzt hier in der schwarzen Variante. Super Sommerdinger und Flipflops für Reiche. Man kennt's. Dann ein super nices Prada Kurzarmhemd. Mir gefallen auch diese Flammen hier unten. Für einige ist das too much, zu verspielt, whatever. Ich fühl's extrem. Eine Needles Pants kann man machen, auf entspannt. Ich habe jetzt schon häufiger gehört, dass Needles irgendwie mehr oder weniger wack sei. Ich finde es immer noch absolut legitim und 1000-mal nicer als Palm Angels. Dann 2 Düfte. Den rechten kenne ich nicht. Den linken, den von Serjoff, habe ich tatsächlich auch schon mal gerochen. Würde ich aber immer selber testen in irgendwelchen Läden und dann erst kaufen. Und jetzt denkt man sich, ja, okay, waren schon nice Pieces mit dabei, aber was war daran denn jetzt unerwartet oder was war denn jetzt so verrückt? Ich zoome mal rein, falls ihr es nicht seht. Bro, was soll ich dir sagen? Einfach Early Access bei dem Travis 1er Lowtop gekriegt. Magnus, was soll ich sagen? Glückwunsch. Bro, neidlos, anerkannt, Glückwunsch. Super wild. Max, wir hatten, glaube ich, 2 Maxe mit dabei. Erster Max, schauen wir es mal an. Das ist eine Leaks Jeans, schwarz. Erstmal nichts Spezielles. Ich glaube, vom Schnitt taugt die mir auch nicht so hundertprozentig. Hier dieses Detail mit dem Roller Belt oder Roller Coaster Schnalle, wie auch immer. Ist ganz nice. Dann ein Longsleeve von CDG Shirt. Basic. Nichts Spektakuläres. Da gefällt mir das Jacquemus Kurzarmhemd schon besser. Auch cooles Muster. Gefällt mir gut. Aber ist absolut nice. Gerade für den Sommer. Sehr wild. Und Rick Owens, High Tops, Hero Mounts. Oh, ich glaube, ich nichts zu sagen. Haben wir gerade schon in der Low-Top-Variante gesehen. Kriegt von mir einen Daumen nach oben. Selbstverständlich kriegt das vom Putt Rick einen Daumen nach oben. Fuzzy Boy, ebenfalls mit wilden Pickups am Start. 5 Stück an der Zahl. Die New Balance 550. Ich glaube, das ist der General Release. Bitte korrigiert mich. Aber das ist halt nicht der irgendwie in der Collab. Juckt aber auch gar keinen. Es ist ein sehr schöner Sommerschuh. Dann ein Hoodie-Sweater von, ich glaube, ist das von diesem 2122 oder von Shine Luxury? Irgendwie weiß ich, die beiden Brands, entweder nur ich vertue die, aber die von Ästhetik sehr, sehr ähnlich. Okay, das ist von 2144 Museum. Okay, got it. New Balance, ich glaube, das ist der 990, kann das sein? 992, schreibt der Chat.
Okay. Und ein Kurzarmhemd von Empty. Das ist nice. Ist nice. So ein bisschen mit Comics drauf. Und eine Bag von Misbehave. Coole Pickups, Bro. Tobias ist next one. Erste Anlaufstelle. Knit von 032C. Sieht cool aus. Sieht auch von der Qualität her, also von der Dicke her oder von der Haptik her nice aus. Wisst, Qualität nicht gleich dick, aber das sieht jetzt hier, wie es hier liegt, irgendwie wertig aus. Dann eine Leaks Jacket. So ein bisschen Tacky Wear angelehnt. Dann eine Arcteryx Regenjacke. Und dazu werde ich gleich nochmal was sagen. Die Reebok X MMM, also mit Magella zusammen. In dem nicesten Colorway, der rausgekommen ist. Habe ich Jacke gesagt? Sorry, Bro, das war natürlich eine Hose. Auf jeden Fall eine coole Regenjacke, wie man hier sieht. Nein, bester Colorway auf jeden Fall. Und alle anderen, die danach rausgekommen sind, längst nicht so nice wie der hier. Und die Salomon XT Wings. Ich habe mir auch Salomons gekauft und jetzt spanne ich den Bogen zu gerade eben. Und ich muss sagen, ich habe hosentechnisch nicht so viele Hosen, wie ich das Ganze kombinieren kann, weil das ist schon ein Schuh, der halt ja eine bestimmte Ästhetik für eine bestimmte Ästhetik gemacht ist und die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, jetzt mit irgendeiner Stagnant Pants. Also klar kann die Hose stagnant, aber ihr wisst, zum Beispiel der Cargo gerade hier anhabe, das funktioniert nicht so ganz. Deswegen ich tatsächlich auch irgendwie auf der Suche bin nach etwas in dieser Richtung, damit ich einfach die Salomons nice kombinieren kann. Dann kommen wir zum zweiten Max. Der zweite Max hat es sich einfach gemacht. Er hat einfach nur ja seine ganzen Pieces auf einem Bild präsentiert. Und da wäre natürlich jetzt nochmal nice gewesen, auf jedes einzelne drauf einzugehen. Deswegen, falls ihr das nächste Mal dabei sein wollt, dann schickt mir gerne nochmal von jedem Piece einzelnen Bilder. Hier müssen wir uns jetzt mit dieser Zusammenfassung zufrieden geben. Ich sehe hier zum Beispiel einen Leaks Bracelet, ein Akne Hemd, dann noch zwei weitere Kurzarmhemden, Ambush in der Zusammenarbeit mit Converse, die ich tatsächlich im letzten oder vergangenen Winter super oft anhatte. Ich glaube, das rote Kurzarmhemd gefällt mir vielleicht sogar am meisten, auch wenn es super, super laut ist. Und dann als letztes auch wieder ein Piece, was ein bisschen unerwartet kommt. Und da zeige ich euch jetzt bewusst nicht die Zusammenfassung, weil sonst ist es halt schon vorweggenommen. Einmal ein Gallery Department T-Shirt mit hinten, ja, sehr auffälligen Print. Ich bin ehrlich zu euch, wäre jetzt kein Piece, was ich mir wahrscheinlich holen würde. Ich glaube, für einen Street-Style-Look kann man das auf jeden Fall machen. Dann ein Celine T-Shirt. Sieht vom Kragen ein bisschen weit aus, um ehrlich zu sein. Aber so vom Motiv, ja, sieht eher mehr aus wie so ein Vintage-Piece, um ehrlich zu sein. Aber ja, kann man machen. Aber wäre jetzt auch nichts für mich. Aber das letzte Piece, das wäre für mich einfach ein fucking Cartier-Armband. Zu dem Pickup muss ich nichts sagen. Super nice. Ich glaube, was kostet das Armband, Chat? Über 3K. Über 3K. Hängt natürlich dann auch vom Material ab. Gutes Pickup, um das ganze Community-LPO hier abzuschließen. Ich glaube, würde ich mir eins aussuchen. Ah, das Cartier-Armband. Will ich mir schon drin sehen, Freunde. Hier statt diesem Armreif, was ich immer benutze. Das Cartier. Will ich mich schon drin sehen. No joke. Nein. Ey, Leute, nochmal. Dickes, dickes Dankeschön an jeden Einzelnen, der mitgemacht hat. Ich fand es auch diesmal wirklich nicht schlimm, dass wir ein paar weniger hatten. Wir haben dafür ein bisschen ausführlicher über die einzelnen Pieces gesprochen. Schreibt mir gerne, wie wir das nächste Mal handhaben sollen. Ob wir wieder, weiß nicht, die doppelte Menge dabei haben sollen. Oder, ja, genauso wie hier. Bisschen Piano. Und ja, nach dem Urlaub werde ich auf jeden Fall sicherstellen, dass wir das Ganze nochmal organisieren.